Hallöchen, Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen in meinem Duftstübchen. Ich möchte euch heute gerne unsere Snow White Duftlampe zeigen. Schneewittchen. Ich habe sie selber noch gar nicht aufgehabt. Ich habe nur gedacht, bevor ich sie jetzt weiterleite an meine Kundin, zeige ich euch das Ganze mal. Hier vorne habt ihr wieder, wie eigentlich typisch bei unseren Disney-Lampen, immer einen wunderschön gestalteten Karton mit tollen Bildern drin. Ihr habt hier ein Bild von Schneewittchen, wie sie an dem Brunnen Wasser holt. Und auf dieses Bild ist dann quasi unsere Duftlampe aufgebaut. Wie hier eingepackt ist. Wir haben hier einen Elementwärmer. Bedeutet, wir haben keine Glühbirne. Ich glaube, an der Lampe selber gibt es auch keine Lichtquelle. Aber wir schauen mal. Wie gesagt, ich habe sie mir selber noch nicht angeschaut. Ich hatte die ganze Woche noch nicht wirklich Zeit dafür. Oh Gott, wie süß. Die ist ja knuffig. So, das stellen wir wieder alles beiseite hier. Muss ich meiner Kundin dann nämlich wieder einpacken. So, wir haben, genau, einmal der Brunnen. Da sitzt Schneewittchen mit einem Vögelchen in der Hand. Hier unten sitzt ein Häschen. Dann habt ihr hier noch ein Eichhörnchen und keine Ahnung, was das ist. Hier ist noch ein kleines Rehkitz. Hier steht ein Eimer Wasser. Und ihr habt hier diesen Seilzug. Der ist hier oben aus Keramik. Und der hier ist original, also das ist ein richtiger Seilzug, das ist richtig Schnur. Und dann habt ihr das Ganze hier in dieser Maueroptik. Hier hinten ist die Wärmeplatte, wo die Schale draufkommt von der Duftlampe. Hier oben habt ihr wunderschön diese rosa Blüten. Richtig toll, auch gehalten in diesen Pastelltönen. Ich mag sowas ja total gerne, so Pastelltöne. Und ja, das gibt dem Ganzen irgendwie nochmal so diesen, ja, diesen Niedlichkeitseffekt, finde ich. Dann habt ihr hier die Duftschale, wo der Wachs reinkommt. Da habt ihr hier die Seite mit der Maueroptik und hier normal. Der kommt dann quasi innen rein. Und dann sieht das Ganze fertig dann so aus. Quasi der Brunnen. Ich habe jetzt schon verschiedene Bilder gesehen von anderen. Die haben dann hier um diese Kordel. Ich weiß nicht, warum die jetzt so verbogen ist. Die muss man sich dann halt noch ein bisschen richten. Haben die hier eine Lichterkette drumherum gewickelt, so eine kleine LED-Lichterkette. Das sieht ganz, ganz toll aus. Dann ist die auch noch ein bisschen beleuchtet, die Lampe. Ihr habt hier hinten den Ein- und Ausschalter und hier die Kontrollleuchte, ob die Lampe an oder aus ist. Die leuchtet dann rot. Also wir haben hier kein eigenes Licht. Also brauche ich sie jetzt auch nicht einzustöpseln. Die verändert dann sowieso ihr Aussehen nicht. Aber guckt euch das mal an. Das ist alles handbemalt, nichts maschinell, alles handgefertigt, handbemalt. Ja, ist eine wunderschöne Lampe von Disney, wirklich, ich finde die richtig hübsch, richtig süß. Und meine Kundin wird sich sicherlich megamäßig darüber freuen. Ja. Ich wollte sie euch einfach nur zeigen. Passend dazu gibt es dann auch noch den Schneewittchen-Duft. Den bekommt ihr jetzt auch noch im Club. Ich weiß gar nicht, ob er auf der Webseite noch bestellbar ist. Wir schnuppern mal rein. Das ist so ein Duft, den kann ich nicht definieren. Also es ist schon sehr, sehr blumig.
Ich kann es euch nicht. Also, es ist ein schöner Duft, es ist ein besonderer Duft, weil es ist irgendwas in diesem Duft, was bei mir so im Moment nichts sagt. Ich habe ihn selber noch nicht in der Lampe gehabt. Meine Kollegin hat ihn in der Lampe gehabt und die sagt, der wäre warm. Wirklich sehr, sehr schön. Also noch schöner als im kalten Zustand. Kann ich euch leider noch nichts selber dazu sagen. Ich habe ihn noch nicht getestet. Aber im kalten Zustand gefällt er mir gut. Und der heißt Disney Snow White Kind Heart. Und die gibt es auch noch auf meiner Webseite. Die könnt ihr euch noch holen, wenn ihr das möchtet. Und es ist wirklich eine wunderschöne Disney-Lampe. Nicht nur was für Kinder, sondern auch für Disney-Fans. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Ich wollte sie euch gerne zeigen, bevor ich sie weiter verschicke. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Restsonntag. Und wir sehen uns und wir hören uns. Bis dahin, alles Liebe!